Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disaster Area, zu einer neuen Folge Legend of Zelda Breath of the Wild mit mir, Arne Melmasul. In der letzten Folge haben wir es endlich auf diesen Turm da hinten geschafft und haben damit jetzt das neue Gebiet entdeckt, das Tabanta Grenzland. Und jetzt sind wir erstmal zurückgegangen, haben ein paar Quests abgegeben und jetzt wird es Zeit zu erkunden, zu erforschen, was es mit diesem Gemälde da auf sich hat. Ich merke aber gerade, das ist extrem hoch. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Das rechne ich mit dieser riesen Schlucht dazwischen. Das wird ein längeres Unterfangen. Will ich das zuerst machen oder will ich zuerst zu den Orni? Weiß nicht. Das ist wahrscheinlich sowieso nur für ein Schrein, oder? Wahrscheinlich. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen zuerst zu den Ornis. Die sind eindeutig interessanter. Auf das Wandgemälde, das läuft uns ja nicht weg. Da kommen wir später nochmal. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Vielleicht können wir ja dann auch mit Hilfe von dem Titan so darüber fliegen oder so. Das wäre cool. Das wäre cool. Kannst du das so. Das ist unser neues. Ja, okay, wir haben schon ein Schnellreisesystem, aber wenn man sich nicht teleportieren könnte, dann wäre das unser Schnellreisesystem. Dann kommt dann so der Titan und fliegt uns irgendwo hin. So, wo müssen wir eigentlich hin? Das wird mir nicht helfen. Ja, hier stehe ich gut, hier stehe ich gut. Was mache ich da? Ja, ach nein, die Steuerung. Da hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal ein Schrein. Ey, ist da ein Dorf? Da ist ein... Okay, sowas ähnliches wie ein Dorf. Ist das ein Dorf? Ich weiß es nicht. Sieht komisch aus. Sieht nicht nach Häusern aus, eher nach so Wachtürmen oder so. Da sind ganz viele Brücken. Aber da, das muss unser Ziel sein. Alter, was ist... Ach, das ist ein einzelner Baum. Du wechselst das aus, steht da irgendwas ganz Großes oder so. Naja, here we go. Hoffentlich reicht unsere Ausdauer. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir da unten in das Wasser fallen. Nicht schlimm. Das sollte aber reichen. Zumindest, dass wir nicht darunter klatschen. Und wenn es da unten bestimmt auch ein paar interessante Sachen zu finden gibt. Okay, jetzt sind wir aber schon mal ein gutes Stück vorangekommen und wir sind noch nicht fertig. Oh, was haben wir denn da? So. Ist interessant, wie gut man das Parasegel timen kann. Zack. Ist unglaublich. Oh, ist ein Schwein in der Nähe. Oh, da ist ein Gegner. Momentan habe ich nicht wirklich einen Drang dazu zu kämpfen. Ich bin gut ausgestattet. Oh. Ah, ein Rudelpilz. Meint ihr den Schrein da oben? Kann gut sein, oder? Oh. Wollen die mich etwa angreifen? Räuberwolf, alles klar. Okay, Räuberwolf. Komm her. Ich kann ihn nicht anvisieren. Fies. Weg. Weg. Ich warne euch. Das ist ein saftiges Stück Fleisch. Luxuswild. Ein so edles Stück Wild erhält man meist nur von größeren Beutetieren. Geschmack sowie Textur sind von höchster Güte und lassen sich zu exquisiten Gerichten verarbeiten. Ah ja, größere Beutetiere, weil Wölfe so groß sind und vor allem Beutetiere. Das macht Sinn.
Was ist das da? Willst du nochmal auf die Fresse oder wie sieht das aus? Oh, hi. Weg da! Danke, danke! Darauf hat er keinen Bock mehr. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Hat vielleicht was mit den Orni zu tun, vielleicht was mit der Quest zu tun, die wir kommen werden. Also indirekt mit dem Titan. Keine Ahnung. Aber wir müssen erstmal zusehen, dass wir da rüberkommen. Und am besten ist, wir versuchen es über die Brücken. Die sind schließlich dafür da. Könnt ihr bitte ein Bild davon haben? Komm schon. Oh. Come on! Fuck. Das war's nicht. Das hab ich schon gemerkt. Mann, die sind aber auch echt schwer zu fotografieren. Komm schon. Also ich einfach eins fangen und dann kann ich das ablegen. Und dann kann ich es fotografieren. Vielleicht. Oder ich fotografiere es einfach. Okay, gut. Was kommt, interessiert mich momentan eigentlich nicht. Ich habe ein paar gute Sachen. Nicht mehr weit. Nicht mehr so weit. Oh, Erze. Ja, okay, ich denke, man kann das auch mit Bomben machen, aber wozu, wenn man so einen fetten Eisenhammer hat? Steinsalz. Bernstein. Na. Und Bernstein. Oh, Feuerstein gibt's auch noch. Okay. Sag, du bist unübersichtlich mit den Waffen. Wir haben jetzt so viele coole Waffen am Start, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich nutzen soll. Oh! Wald-Oktorok. Nicht Deko oder so. Wald-Oktorok. Man sieht einfach nur so ein Ding daraus ragen, so ein Ballon. Komm raus! Er tut jetzt natürlich nicht, ne? Oh, das sind ja zwei. Autsch. Oh, fuck, das ist noch einer. Einen haben wir. Ein Fisch? Warum hat er einen Fisch? Okay. Wir haben einen Fisch. Au, ey, jetzt reicht's aber mal hier. Boah, ich hab verfehlt. Jetzt hab ich ihn. Au. Na schade, ich hab nur noch den Duo. Komm. Nicht erwischt. Fuck. Der Bohrer reicht nicht weit genug. Ah, daneben. Okay. Oh, was? Ach, nur noch ein Rohlpilz. Okay. Zurück zum Zweihänder. Ach ja, wo ist mein Boomerang schon wieder hin?
So viel zum Üben mit den Boomerangs. Ah, der ist weg. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass er so weit geflogen ist. Aber naja. Physics Engine, warum nicht? Ich höre die Musik von dem Stall. Ah, da vorne ist ja auch der Stall, okay. Oh. Ah, Frechhörnchen. Okay, hab schon. Hilfe. Hallo. Lauf doch nicht weg. Was läuft denn weg? Warum läufst du denn weg? Ja, wenn ihr immer nur von mir. Okay. Ja, hau besser ab. Schnauze! Stall der Orni. Nice. Wir sind Wildbären. Vielleicht muss ich uns sofort unter den Nagel. Reis, okay. Weißt du, ich mag ja scharf gewürzte Gerichte. Jetzt was richtig scharfes. Und Reis. Mal überlegen. Jetzt weiß ich, ich habe Hunger auf Curryreis. Ich habe zwar Hyrule-Reis, den man braucht, um Curryreis zu kochen, aber das Goronengewürz ist mir ausgegangen. Man braucht dafür Goronengewürz? Okay. Ich kann nicht einfach losziehen und den Stall sich selbst überlassen. Sag mal, Reisender, wenn du zufällig etwas Goronengewürz findest, könntest du es mir bringen? Kein Problem. Schließlich werden wir bei den Goronen auch irgendwann noch landen. Curry gegen die Kälte. Und wer bist du? Okay. Ich weiß genau, warum du hier bist. Genau. Du hast verstanden, wovon ich rede? Bist du ein Hellseher? Okay. Hey, cool. Hi. Ja. Kashiwa, wie wäre es mit deinem Liedreisender? Oh. Und du? Das ist an deiner Hüfte. Ach, es ist nichts. Tut mir leid, wir haben uns eben erst getroffen und ich... wer bist du denn überhaupt? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach, wo sind nur meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du die alten Lieder von Hyrule? Nein. Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die Verheerung aufgehalten haben. Aber das stimmt doch gar nicht, ich habe nicht doch gar nicht aufgehalten. Oh, es sei denn, du meinst wirklich alte Lieder, dann ja. Eines der bekannteren dieser Lieder handelt von einem Helden, der vor über 10.000 Jahren die Verheerung abwehrte. Ah ja, okay. Sehr alte Lieder. Möchtest du das alte Heldenlied hören, das mein Meister mich gelehrt hat? Ja, bitte. Oh. Mit Vergnügen, legen wir los. Mal gucken, ob wir es erkennen. Hyrule, stolze Blüte unserer Welt, wurdest seit eh vom Bösen gequält. Des immer wiederkehrenden Unheilsame, Ganon die Verheerung war sein Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, denn immer wurden ihm Schützer geboren. Ein Ritter mit des Helden Glut, die Prinzessin mit der Göttin Blut, gemeinsam trotzten sie Ganons Wut. Kunde der Schlachten zwischen diesen Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Und hier nun folgt ein glorreicher Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Das mächtige Hyrule konnte alles wagen, brauchte nicht einmal vor Monstern zagen. Okay, das spielt er niemals alles auf seiner Ziehharmonika. Mit sämtlichem Wissen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erdacht. Der voll nach hinten losging. Aber dazu kommen wir später.
Eine große Armee beflissener Maschinen sollte Held und Prinzessin im Kampfe dienen. Man baute Tiere, mächtiger als wir ahnen, von riesiger Größe, die heiligen Titanen. Aber das wissen doch alle schon. Dazu Maschinen, selbsttätige Fechter, ihre eifrige Schar nannte man Wächter. Ja, diese Drecksteile. Um die mächtigen Titanen zu bewegen, entsandte jedes Volk ihren stärksten Degen. Ich glaube, kein einziger von denen hat ein Schwert, egal. Held, Prinzessin, Wächter, Titanen, das Heer empfing Ganon mit fliegenden Fahnen. Die Verheerung erwachte und wütete wild, es war ein schreckenerregendes Bild. Gegen das Heer verlor Ganon nicht seinen Mut, er bekämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Während die Wächter an der Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu schwächen vermochten. Des Helden Bandschwert durchbohrte ihn und durch der Prinzessin Macht ein Siegel erschien. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen, so endet das Lied von vor 10.000 Jahren. Als das Lied geschrieben worden ist, sang man da dann von vor 2 Monaten? Oder? Danke fürs Zuhören. Wenn dir wieder mal der Sinn nach einem Liedchen steht, komm vorbei. Was mir das sagt, ist eigentlich exakt die gleiche Geschichte, die wir gerade durchlebt, gab es schon mal. Nur, dass da mit dem Unterschied, dass da die Titanen auch tatsächlich Ganon abgewehrt haben und nicht von ihm übernommen worden sind. Aber gerade weil das passiert ist und ja Ganon in den Timelines und so weiter in Zelda immer der gleiche ist, hat er einfach sich einen schlauen Plan überlegt, um die Titanen zu besiegen, und diesmal hat er diesen Plan in die Tat umgesetzt. Kletis Gerüchteküche, Ausgabe 2. Okay, klingt interessant. Hallo, hier ist euer Kletis. Nimmermüde, Königin von Klatsch und Ratsch. Bist du stolz drauf, ne? Wartet ihr auch schon alle sehnsüchtig auf die allerneuesten Neuigkeiten? Unser heutiges Thema lautet das heilige Bandschwert. Wow, ist sogar was Interessantes. Dieses Schwert kann angeblich nur der führen, in dessen Adern das Blut des wahren Helden fließt. Es soll tief in einem namenlosen Wald versteckt sein und ich würde mich nur zu gern selber auf die Suche machen. Einzig die Sache mit dem Blut des Helden will mir nicht so recht schmecken. Das Einzige, was meine Vorfahren auszeichnet, ist nämlich, wie stinknormal wir sie allesamt waren. Selbst wenn unser eins dieses Schwert finden sollte, müssten wir es stecken lassen. Den Stress kann man sich ersparen. Kletis Empfehlungspunkte 1 von 5 Sternen. Tja. Pech gehabt. Ich bin der Held. In dieser Geschichte ist nicht genug Platz für uns beide. So, haben wir hier irgendwo einen Platz zum Kochen? Ja, hier vorne direkt. Und ich will wenigstens mal ein paar Wildbeeren zusammenschmeißen, um mich zu heilen. Oder ich esse einfach jetzt schon was und koche trotzdem was. So, 8 haben wir, alles klar. Wir nehmen das mal. Okay. 3 Herzen ist Standard. So, ich werde jetzt mal diese Maxi-Rübe hier nehmen. Nein, ich mit der Max rüber jetzt richtig reinklotzen müssen. Das richtig Geiles machen müssen. Aber naja, es gibt mir auch so plus 5 Herzen. Das reicht für meine Bedürfnisse erstmal. Nehmen wir mal die Eicheln. Und dann eine Fit-Karotte. Fittes Wildgemüse. So, und jetzt einfach nur Sachen zum Heilen.
Vielleicht noch was Salz dazu. Müsste es eigentlich nochmal stärker machen. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, wie Salz dazu passt, aber egal. Das weiß ich selten, wie was hier zu irgendwas passt. Okay, rein damit. Kochobst, nice. Jetzt hat man eigentlich nur das Edelwild, aber irgendwie nichts mehr dazu. Die Wüstenhitze. Aber ja, ich habe jetzt nicht wirklich etwas, was ich dazugeben kann. Ich habe keine Rohmaterialien mehr. Wir könnten aber hier mit der Maxi-Echse ein bisschen was machen. Nimm mal zwei davon, mal gucken. Und dazu Moblinhauer. Maxi-Medizin. Oh yeah. Plus 8 Herzen, genau das wollte ich sehen. Und jetzt mal so richtig starkes Zeug. Geht offensichtlich noch viel stärker, aber für uns ist das schon ziemlich mächtig. Kochen ist halt OP. Was haben wir sonst noch so? Insekten eigentlich gar nichts mehr. Ah, okay. Das soll jetzt mal reichen. Los geht's. Auf zu den Orni. Hi, das ist auch schon der Erste. Hey. Guten Tag. Kann ich dir irgendwie helfen? Who the fuck are you? Ich bin Gisane vom Stamm der Orni. Orni? Ja. Deines Volk am Oroninisee. Aha, daher kommt Orni. Männer zeichnen sich im Bogenschießen, Frauen im Singen aus. Das nennt Juliana in der Schule, dachte ich immer. Ja. Nicht vor 100 Jahren. Nun, da du schon den weiten Weg gekommen bist, solltest du dir unser Dorf auf jeden Fall mal anschauen. Deswegen bin ich hier. 200 Jahre waren es übrigens. Noch schlimmer. Ach, ist das schön hier. Oh. Ach ja, wir schauen da oben. Logisch. Bin ich jetzt mal gespannt. Sehr groß schien das Dorf ja nicht zu sein. Und jetzt bis jetzt sehen konnte, da oben ist ein Pilz. Pilz! Pilz! Oh, Hilfe. Geht weg. Keine Zeit. Diese komischen Inseldinger hier sind schon echt interessant. Ne, ragen so voll hoch aus so einem See heraus. Und da drauf ist es so total üppig, ne? So, das sind so Bäume und so Teiche. Hier wachsen Pilze. Hier sind Wölfe. Ist schon interessant. Oha. Wer schreit da? Ich war's nicht. Ah, der Titan. Was hast du vor? Mach keinen Scheiß. Ja? Mach keinen Scheiß, ja? Wie soll ich überhaupt da hoch? Wie soll ich überhaupt gegen das Ding kämpfen, wenn das da oben ist? Soll ich überhaupt dagegen kämpfen? Ja doch, ich weiß schon, dass man dagegen kämpfen muss. Ich denke, das ist auch offensichtlich, aber ist jetzt noch keiner explizit gesagt. Glaube ich. Schreit er mich einfach so an. Dorf der Orni. Hi, ich bin hier. Ein Reisender? Ich würde dir ja gerne alles zeigen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wieso? Was geht ab? Hast du das Monster am Himmel gesehen? Das ist Vamedo. Ja, der hat mich voll angeschrien. Bastard. Es ist vor ein paar Tagen aufgetaucht. Ein paar von uns haben sich zu nahe herangewagt und wurden abgeschossen. Früher war er einmal die Schutzgottheit unseres Dorfes, aber jetzt scheint er uns feindlich gesinnt zu sein. Um
Umgekehrt heißt das, wenn man sich ihm nicht nähert, ist man sicher. Das haben wir mittlerweile verstanden. Deshalb gehen wir jetzt alle durch dieses Tor ein und aus. Zu Fuß. Dass wir so etwas mit uns machen lassen. In unserem eigenen Dorf. Es ist eine Schande. Hast du noch andere Fragen? Ja, wo zum Hölle sind wir hier eigentlich? Das ist das Dorf Aroni. Ja, ach. Aber Besucher kommen uns gerade etwas ungelegen. Hör dich drin um, wenn du mehr wissen willst. Hast du noch andere Fragen? Ja, halt's Maul. Das war keine Frage, ist mir egal. Okay, die habe ich schon. Ich war nicht sicher. Yay, Gamer-Musik. Hammer. Okay, was war das? Ha, die Musik erinnert mich aber an was. Das ist ein Remix von Draconia aus Wind Waker. Das ist cool. Ist mir etwas idyllischer. Ach, guck mal. Cool. Ja, komm, noch mehr Herzen. Ich will nicht mehr gewonnen-hittet werden. Tada! Danke! Julia, du bist die Beste. Du bist unsere einzig wahre Stein-Waifu. Tada! Und da sind wir schon bei 7. Ich werde dran arbeiten. Ich werde dran arbeiten, Julia. Du kannst dich auf uns verlassen. Ach. Ja. Guten Tag. Ist dir auch aufgefallen? Wer die Titan war, Mido? Ja. Hat das Dorf in große Schwierigkeiten gebracht. Aber mal etwas ganz anderes. Meine Mutter drängt mich jeden Tag dazu, im Laden auszuhelfen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Oh. Aber an welchem Ort würde es sich lohnen, einen Laden zu öffnen? Versuch mal Hateno. Smash All Parts. Du musst nicht so erschrecken. I'm just smashing all parts. Oh. Dass ich ihm das nicht vorschlagen kann. Kommt mal vielleicht später. Vielleicht muss er erst mit der Mutter reden oder so. Aber leider müssen wir jetzt hier nochmal eine Pause machen. Gucken wir jetzt gerade mal. Ah, das sind doch tatsächlich die. Krass. Krass. Okay. Die Onja im Einfallsreinstum, was Häuser angeht. Oder generell Dörfer. Das ist sowas von einzigartig. Erinnert ein bisschen an die Elben in Tolkiens Werken. Die so, die ihre Städte so um die Bäume herumbauen und so. Das ist cool, gefällt mir. Sieht aber nicht sehr warm aus. Aber an dieser Stelle müssen wir es erstmal so belassen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder hier. Und dann erkunden wir das Dorf der Orni noch etwas weiter. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.